Hey Leute, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder einschaltet bei einer weiteren Folge Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Ostermontag. Ja, wir haben jetzt den Mittwoch im Spiel nach dem Regendienstag. Das heißt, ich war fleißig im Off und jetzt ist Georg gekommen und möchte mit uns reden. Guten Morgen, Kadi. Ich wollte kurz was mit dir besprechen. Weißt du, dass in 3 Tagen das Haustierrennen stattfindet? Okay, das klingt cool. Aber wusste ich nicht. Ei, ich verstehe. Wir geben uns sehr viel Mühe mit dem Rennen. Zuerst wollten wir es nur allgemein ankündigen, aber da würden nicht genug Leute davon hören. Deshalb gehe ich durch das Dorf und sage allen direkt Bescheid. Wie ich schon sagte, es findet in 3 Tagen statt. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Das ist cool, aber wie mache ich mit? Weiß ich nicht. Peach, hast du Bock auf ein Haustierrennen? Ich weiß immer noch nicht, wie ich mit dem Flummi spiele. Ich scheine ihn eher nicht geben zu können. Also nicht so. Also keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht. Naja gut, wir kümmern uns heute erstmal wieder hier um unseren Hof. Oh, ich habe ganz vergessen. Aber ganz vergessen, guck mal, 9090 Gold haben wir jetzt. Ich habe ganz vergessen, hier die Maschinen wieder neu zu bestücken für die Fäden. Jetzt müsste es eigentlich, ja, das Holz reicht, Leute. Wir können heute endlich den Weg freiräumen. Und ihr seht es, ich habe wieder ein bisschen Silbererz, aber so super viel ist es trotzdem nicht, was dabei rumgekommen ist. Aber naja, gut. Besser als gar nichts, würde ich sagen. So. Erstmal wieder so der alltägliche Alltagstrott. Deswegen heißt das auch Alltagstrott. Ja. Das war nicht witzig. Das war nur ein plumper Versuch, witzig zu sein. Aber hey, immerhin sehe ich es ein. Gott, also hier die Bäume, ganz ehrlich. Oh nein, aber ich wollte gar nicht rein. Ich wollte die Hühner rausläuten. Die Bäume, die wachsen hier wie das Gewitter. Das ist Wahnsinn. So. Viel Futter können wir auch noch mal ernten. Da haben wir einiges jetzt wirklich rausbekommen. Das war jetzt aber auch wirklich das letzte Mal ernten. Also das kann ich euch auch empfehlen. Das wirklich immer, da ist immer so ein bisschen was anzubauen. Wenn ich jetzt mal überlege, ich musste gar nicht so viel kaufen. Ich denke, ich werde auch beim nächsten Mal, wenn wir in die Stadt gehen, auch noch mal viel Futter kaufen und wieder was anpflanzen. So. Nur Leute. Schnappen wir uns den Zement. Und dann geht's los. Gucken jetzt erstmal nach der kleinen Kuh. Nach Mulan. Ich bin gerade dezent abgelenkt. Unter mir, die hören so mega laut Musik, dass ich durch die Kopfhörer durch und den Ingame-Sound noch genau höre, dass sie Jerusalem hören. Ich, also mittlerweile tatsächlich kann ich das nicht mehr hören. Das kommt jeden Tag, läuft das so oft. So laut wie jetzt gerade habe ich es noch nie gehört. Ist ja auch okay. Also... Es ist ja nicht so, dass es mich stört, aber ich ein bisschen abgelenkt bin ich gerade schon. Oder es wird ein kleines Minion. So. Ich freue mich. Jetzt machen wir wieder einen großen Sprung. Zack. Bau beantragen. Hast du noch etwas für mich? Du willst die riesigen Felsbrocken aus dem Weg haben? Das wird ein größeres Unterfangen. Ich sollte gleich damit anfangen. Oh, verdammt, dauert das jetzt länger als nur einen Tag? Das wäre schade. Steh dabei, wie lange das dauert. Schau morgen wieder vorbei, ja? Scheinbar morgen. Ja, cool, Leute, dann haben wir bald ein Pferd. Ah, freu mich, ein Pferd und Alpakas. Da war ein Alpaka. Das ist mega cool. Oh, dann sind wir bestimmt auch viel, viel schneller unterwegs mit dem kleinen Pferd. Aber ich weiß halt nicht, wie viel das wirklich bringt, mit einem Pferd unterwegs zu sein. Kann auch durchaus sein,
dass das Aufsteigen und Absteigen dann so viel Zeit kostet, dass es sich überhaupt nicht wirklich lohnt. I don't know. Aber was ich know, das ist, dass ich mal gucken möchte, was ich jetzt hier für Wege bauen möchte. Ich will jetzt hier mal langsam anfangen, dass ich so ein bisschen Grund hier reinkriege. Jetzt ist halt nur die Frage, was machen wir für Wege? Steinwege? Holzwege? Ich meine, ich bin oft auf dem Holzweg. Zementwege weiß ich jetzt nicht so. Ist mir vielleicht... Also ich glaube, Stein ist wahrscheinlich mit am leichtesten, oder? Oh, was ist denn das da unten? Große Bärenschnitzerei. Oh, wie süß. Und Holzkohle können wir dann auch machen. Cool. Ziegelsteinzaun, Ziegelsteinweg, Ziegelsteingatter. Ja. Ich habe nur noch nicht raus, wie ich Ziegelsteine fertige aus was. Da muss ich mal noch gucken. Eigentlich ja aus Lehm. Eigentlich aus Lehm, oder? Das testen wir jetzt ganz einfach mal. So, mal schauen. Wenn das Lehm ist... Ja, es ist Lehm. 3 Lehm für einen Ziegelstein. Wüsste ich auch mal gerne, wie das aussieht. Also, ja, aber mit Steinen ist halt leichter, ne? Steine kriegen wir super schnell. Also ich glaube, ich wäre dann trotz allem erstmal für den Steinweg. Ich stelle mal 32 Steinwege her. Wie kann ich die jetzt platzieren? Wo kann ich die anschließen? Da nicht. Habe ich jetzt die Nachricht bekommen, auf die ich gewartet habe? Nein, habe ich immer noch nicht. Ach. Da wartet man einmal auf wichtige Neuigkeiten. Bin jetzt gerade echt am Überlegen, wie ich das ja am besten mache. Da kann ich nichts platzieren. Den muss ich erst wegeimern. Also hier rechts möchte ich eigentlich dann so wirklich meine Felder hinbasteln. Da würde ich aber ganz gerne einen Zaun noch beimachen. Weißt du noch nicht genau, wo ich den... Also die Felder, das wird hier eins nach rechts verlegt, sobald die Zwiebeln weg sind. Und dann werde ich hier einen Zaun hinbasteln. So. Oh, das war Quatsch. Was ist hier auch? Seht ihr halt, wie unheimlich schnell ich da wieder an neue Steine komme, um hier weiterzubauen. Das ist halt eigentlich super angenehm. Den Stein, den lege ich jetzt mal da unten hin. Weil ich hier gerade dringendst mal die Axt brauche. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ich weiß nicht, ob ich da an dem Hühnerstall auf die Art und Weise vorbeikomme. Nee, geht nicht. Auf der Höhe komme ich vorbei. Das ist jetzt natürlich schon wieder doof. Weil ich hier nicht anfangen kann mit dem Weg. Na gut, muss ich jetzt halt so machen.
Ich weiß aber nicht, ob ich am Weg schneller bin als auf der, als auf dem Gras. Also das tiefe Gras. Also das hohe hier. Das verlangsamt mich definitiv. Aber ich weiß nicht, ob ich auf Gras, also auf ganz normalem Gras, auf Wiese, ob ich da genauso langsam bin. Oder nicht, also genauso langsam nicht, aber ob ich da langsamer bin oder nicht, das weiß ich nicht. So, zack. Soweit läuft das doch erstmal. So, dann sammeln wir jetzt hier nur noch ein, was wir verkaufen können. Dann war das doch eigentlich auch schon wieder ein recht erfolgreicher Tag. Ein guter Tag, ein guter Tag. Wobei ich den noch gar nicht beenden werde. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass ich die Felder jetzt nicht verlegen kann. Die kann ich ja dann erst verlegen, wenn sie wieder frei sind. Ist natürlich jetzt, wie gesagt, es ist ein bisschen schade. Aber ist jetzt auch nicht die Tragik. Ist okay. So. Vielleicht kann man hier auch irgendwie ein Feld hinmachen und eine Blume hinsetzen oder so. Stelle ich mir vielleicht auch ganz hübsch vor. Was ist hier eigentlich schon wieder für ein Urwald? Unmöglich. Aber ihr Lieben, ich würde mich für heute erstmal wieder von euch verabschieden. Ich werde jetzt hier mal fix noch eben ins Haus gehen und einen neuen Tagebucheintrag anlegen, beziehungsweise hier den alten überspeichern, damit unser Spielstand auch gespeichert ist. Oh, jetzt habe ich mich da hingesetzt. Das sah ja süß aus. Oh. So. Zack, fertig. Und dann verabschiede ich mich, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Morgen geht es weiter mit einer weiteren Folge Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei sein würdet. Also, wir sehen uns morgen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss!